Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin Baerbock, es ist jetzt schon einige Tage her, wo die italienische Regierung Deutschland vorgeworfen hat, durch die Finanzierung sogenannter Seenotretter im Mittelmeer die Menschenhändler und Schlepper zu unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich vor einigen Tagen von der Finanzierung dieser Seenotretter, der sogenannten, im Mittelmeer distanziert. In der Presse hieß es dann, dass das Auswärtige Amt sie in Personam den widersprechen und die Zahlungen an solche Organisationen weiterlaufen sollen. Frage: Hat das Auswärtige Amt Kenntnisse über die Zusammenarbeit zwischen Menschenhändlern und sogenannten Seenotrettern? Und warum will es deren Finanzierung trotzdem fortsetzen? Wie schon bei der humanitären Hilfe ist das in all unseren Bereichen, wo wir andere dabei unterstützen, Aufgaben auszuführen, so dass wir natürlich alle unsere Partner immer wieder überprüfen, die Auszahlung von Geldern überprüfen. Das ist bei der humanitären Hilfe so, das ist bei der Stabilisierungshilfe so, das ist bei der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik so und das ist auch mit Blick auf die Seenotrettung so. Wir haben auch mit der italienischen Regierung darüber in den letzten Monaten Gespräche geführt und wir setzen den Auftrag des Deutschen Bundestages, der uns das auf dem Weg mitgegeben hat, entsprechend um in diesem Haushaltsjahr und auch entsprechend in den nächsten Haushaltsjahren. Vielen Dank. Sie haben eine Nachfrage. Bitte schön. Frau Ministerin, Thies Gundlach, der Vorsitzende des Vereins United for Rescue, der bis 2026 mit 2 Millionen Euro ausgestattet wurde, aus dem Bundeshaushalt ausgestattet werden soll und wurde. Zugleich ist er bekanntlich der Lebensgefährte Ihrer grünen Parteifreundin und Bundestagsvizepräsidentin Frau Göring-Eckardt. Hat das Auswärtige Amt Kenntnisse über weitere personelle Verknüpfungen zwischen der Partei der Grünen oder auch der Linken oder auch einer anderen sogenannten demokratischen beziehungsweise dämonischen Partei? Ihre Faktenlage ist nicht korrekt. Es gab eine Empfehlung des Deutschen Bundestages, wie wir auszahlen sollten. Darunter war auch United for Rescue. Wir haben mit Blick auf unsere Prüfung, mit Blick auf die Gespräche, die wir auch mit unterschiedlichen Akteuren geführt haben, auch mit den Haushälterinnen und Haushältern des Deutschen Bundestages, einen anderen Weg geführt. Deswegen entspricht das nicht der Faktenlage, was Sie hier gerade vorgetragen haben, sondern wir haben unterschiedliche NGOs, die das ausführen, nicht die von Ihnen genannte im Übrigen auch in Italien vor Ort, auch an Land, nämlich auch um dort zu unterstützen, auch mit Blick auf die italienische Situation. Deswegen müsste Ihre Faktenlage da entsprechend erneuert werden. Frau Präsidentin, vielen Dank. Frau Außenministerin, ja, so bestürzend diese Situation jetzt ist, gleichwohl verlangt sie die Frage zu allen Arten von Mitverantwortung. Und ich meine, wir können uns erinnern, dass Mahmoud Abbas hier neben Bundeskanzler Scholz gestanden hat und unwidersprochen eine unsägliche Relativierung der Shoah in den Raum stellen konnte. Wir erinnern uns daran, dass jedes Jahr pünktlich vor dem Brandenburger Tor israelische Fahnen verbrannt werden. Wir haben als AfD-Fraktion immer gesagt, dass die bis jetzt ausgereichten 8,3 Milliarden UNRWA-Gelder, dass damit nicht nur Schulbücher und Lehrkräfte bezahlt werden, die ausweislich eines Gutachtens von uns in Deutschland anti-israelische Hetze verbreiten, sondern wir haben auch gesagt, dass Dinge wie auf der Documenta, verantwortet von Claudia Roth, oder zum Beispiel die Tatsache, dass die Jusos, eine Schwesterorganisation der Fatah, sozusagen zu ihrer Partnerorganisation erklärt haben, dass das natürlich völlig unverzeihlich ist. Die Frage, die dahinter jetzt steht, wissen Sie schon, wann und wie Sie diese unsäglichen Dinge korrigieren wollen? Ich spreche jetzt im Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung. Deswegen nehme ich diesen Teil der Frage heraus und werbe bei allen Parteien hier dafür, auch in aller Öffentlichkeit, auch gegenüber Medienvertretern dafür, in dieser so wahnsinnig schwierigen Situation nicht alles in einen Topf zu werfen. Deswegen war es uns so wichtig, dass wir, Sie haben die Schulbücher und UNRWA angesprochen, und darauf gehe ich jetzt insbesondere ein, weil das auch mit in meinem Verantwortungsbereich liegt.
Es hat in der Vergangenheit mit Blick auf UNRWA die Frage gegeben, was wird davon finanziert, auch mit Blick auf Schulbücher. Darüber hat es einen kompletten Revisionsprozess gegeben mit den Vereinten Nationen. UNRWA, das UN steht ja für die Vereinten Nationen vorne mit im Namen, die das ausführen und abwickeln, weswegen auch Gelder der EU zeitweise nicht ausgezahlt worden sind, weil es Unklarheiten gegeben hat. Deswegen ist aus meiner Sicht ebenso fatal, wenn suggeriert wird, als würde das nicht ständig überprüft werden. UNRWA macht darüber hinaus weitere wichtige Aufgaben im Bereich der humanitären Hilfe. Sie sind mit dafür zuständig, dass jetzt in dieser Situation notleidende Familien Wasser, Gesundheit bekommen. Die Schulen, die es gibt in Gaza, wo jetzt Frauen und Kinder Schutz finden. Achten Sie auf die Zeit. Mit Unterstützung, auch das ist ja wichtig, auch für Israel, das sind UNRWA-Schulen. Und deswegen ist es für uns wichtig, alles zu überprüfen. Aber deswegen teilen wir nicht die Meinung zu sagen, die Gelder für UNRWA jetzt mit Blick auf Lebensmittel, Wasser oder auch Schutzräume in Schulen müssen eingestellt werden. Das zur Antwort, dem Teil der Frage, die an mich gerichtet war. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, die Nachfrage bezieht sich auf den Endverbleib von gelieferten Waffen. Wir hatten diese Sache auch schon sehr oft thematisiert. Es sind Javelin-Raketen in Kurdengebieten aufgetaucht. Und jetzt gibt es dieses unsägliche Video, wo die Hamas sozusagen für Waffen aus der Ukraine dankt. Das Stimson Center in den USA sagt, seit 18 Monaten sind ungefähr 300.000 gelieferte Waffen aus dem Westen verschwunden. Und Europol schlägt Alarm. Ungarn sogar sagt, dass an seiner Ostgrenze gelieferte Waffen von Flüchtlingen eingesetzt werden gegen Grenzbeamte. Also auch da ist die Frage, wann in Gottes Namen korrigiert man wenigstens diese Haltung zu sagen, wenn wir das geliefert haben, gibt es von unserer Seite auch keine Eigenverantwortung mehr, über den Endverbleib nachzudenken. Man sieht ja ganz offensichtlich, achten Sie auch auf die Zeit, eine Fehlreaktion ist. Wann korrigieren Sie diese Haltung? Danke. Es gibt bekanntermaßen eine Endverbleibskontrolle. Das ist auch Voraussetzung für Lieferungen, gerade in Drittstaaten. Deswegen das, was Sie einfordern mit Blick auf die Endverbleibskontrolle, das ist bereits geltende Praxis. Darüber hinaus haben wir ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Wir haben Leitlinien der Europäischen Union, nach denen wir uns entsprechend richten. Und nichtsdestotrotz ist jede Waffe, die weitergegeben wird in andere Hände, natürlich fatal. Aber deswegen treffen wir solche Entscheidungen in Deutschland ja zum Beispiel auch anders als andere Länder. Es kommt immer der Bundessicherheitsrat zusammen, um über solche Entscheidungen gerade an Drittstaaten gemeinsam zu beschließen und es zu unterstützen. Und das tun wir in jedem einzelnen Fall. Ja, vielen Dank. Wir haben im Iran das Problem, dass Jamshid Shammat, ein deutscher Staatsbürger, dort vom Iran entführt wurde, zum Tode verurteilt wurde. Wir haben jetzt den gleichen Fall oder einen ähnlichen Fall mit Shani Luke, die von den palästinensischen Hamas dort auf einem Pickup-Truck für alle Welt sichtbar entführt worden ist. Oberste deutsche Staatsräson muss ja auch der Schutz deutscher Staatsbürger sein. Meine Frage ist, was unternehmen Sie, um Jamshid Shammat aus dem Iran zu holen und was unternehmen Sie, um Shani Luke aus dem Gazastreifen zu holen? Also zunächst einmal, Herr Shammat ist Doppelstaatler, ein Konzept, was Sie ja ablehnen bekanntermaßen. Aber was für uns wichtig ist, dass wir als Bundesrepublik da eine Verantwortung für haben. Der Iran erkennt das ähnlich wie Sie, die doppelte Staatsangehörigkeit im Übrigen nicht an. Deswegen sieht er ihn nicht als deutschen Staatsbürger. Aber für uns liegt es in unserer Verantwortung, uns dafür einzusetzen. Das tue ich auf unterschiedlichsten Wegen. Sie haben ja vielleicht auch in der Zeitung gelesen, dass ich ein Telefonat hatte mit dem iranischen Außenminister. Sie wissen auch, mit welchen Akteuren ich mich getroffen habe, auf unterschiedlichsten Ebenen, um daran beizutragen, dass das möglich ist. Wir haben ja andere Doppelstaatler und auch deutsche Staatsangehörige bedauerlicherweise auch in Haft. Und das sind so diffizile Themen, dass das Beste ist, dass man öffentlich nicht über jeden Vorgang berichtet, weil eben auch hier das perfide Spiel mit dem Leben oder dem Wohlergehen dieser Menschen betrieben wird. Und das Gleiche gilt auch für diejenigen deutschen Doppelstaatlerinnen, die jetzt von den Hamas verschleppt worden sind, dass wir zum Schutz ihres Lebens, dass wir auch im Sinne der Familien dort so vorsichtig vorgehen, wie es möglich ist. Mit Hamas habe ich ja gerade ausgeführt, sind wir noch mal in einer ganz, ganz viel schwereren Situation, überhaupt Gesprächskanäle führen zu können.
Ja, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, ich knüpfe natürlich auch an die Hauptfrage, die gerade gestellt worden ist. Der Iran unterstützt die Hamas. Nur so konnte der Anschlag gelingen oder diese Morde und dieses Massaker gelingen. Und deswegen noch mal die Frage scharf gestellt. Sie weisen die ganze Zeit darauf hin, dass weiter humanitäre Hilfe geleistet werden muss, und das muss irgendwie über die UNRWA gehen. Ich habe im Juni 2018 die letzte Bundesregierung befragt, wie sie sicherstellen, dass die UNRWA nicht durch die Hamas durchsetzt ist. Und die Antwort, die ich seinerzeit bekommen habe, lautete, die UNRWA selbst gleicht die Namen seiner Mitarbeiter mit der VN-Sanktionsliste 1267 ab. Das insinuiert, da steht die Hamas drauf, und wenn die feststellen, die stehen da drauf, dann werden die keine Mitarbeiter. Die stehen aber nicht auf der Sanktionsliste. Das heißt, die Antwort der seinerzeitigen Bundesregierung lautete, die UNRWA prüft selber, ob das Hamas-Mitarbeiter sind. Achten Sie bitte auch auf die Zeit. Und sie stellen fest, die sind nur bei der Taliban, also ist alles in Ordnung. Das vor dem Hintergrund, humanitäre Hilfe leisten zu müssen über die UNRWA, die durchsetzt ist von Hamas. Kann man nicht humanitäre Hilfe leisten, ohne die Hamas zu involvieren? Das muss doch der Punkt sein. Das tun wir, das überprüfen wir auch, zum Beispiel in Afghanistan mit Blick auf die Frage, ob Taliban involviert sind oder Taliban uns vorzuschreiben haben, dass keine Frauen mehr beschäftigt sind, haben wir gesagt, dann können wir gewisse Hilfe nicht mehr leisten. Das haben wir auch getan mit Blick auf UNRWA. Sie müssen die Vorgängerregierung fragen, warum sie damals so geantwortet haben. Ich war auf einer meiner ersten Reisen sowohl in Palästina als auch in Israel, auch in Jordanien. In Jordanien habe ich unter anderem mit UNRWA-Vertretern gesprochen. Wir haben im Rahmen der Europäischen Union, weil wie gesagt, es waren ja Gelder ausgesetzt, weil es mit Blick auf die Lehrmaterialien berechtigte Fragen gegeben haben, wurde das revidiert, auch welche Lehrmaterialien überhaupt unterstützt werden. Die UN wird zukünftig digitale Lehrmaterialien selber bereitstellen. Und mit Blick auf die Mitarbeitenden müssen Sie die Vorgängerregierung fragen. Wir sind immer wieder mit den UN in Kontakt, wer lokal beschäftigt ist, wer vor Ort tätig ist. Es sind viele internationale Akteure, auch eben nicht die vor Ort. Es ist klar, ich kann es nur wiederholen, es gibt keine Zusammenarbeit mit Terrororganisationen. Es wird immer wieder überprüft, und das ist die Regel auf der ganzen Welt, auch in anderen Regionen dieser Welt, dass wir das natürlich selbstverständlich voneinander trennen, und wir wickeln unsere Arbeit über die Vereinten Nationen ab, weil wir selber keine deutschen Mitarbeiter in solche Regionen schicken können, wo wir sagen, ihr tätigt jetzt als deutsche Staatsangehörige ganz allein unsere deutsche humanitäre Hilfe. Und Herr Braun, bevor Sie sprechen, ich bin ja als Meister des Zeitmanagements bekannt. Im Gegensatz zur Präsidentin werde ich sehr sorgfältig darauf achten, dass Sie die Ampel beachten, auch wenn Ihnen das nicht gefällt. Ich beachte sogar tote Ampeln, ja, wenn sie abgeschaltet sind und dann Zebrastreifen sind, Herr Präsident. Ja, zunächst einmal, UNRWA ist keine humanitäre Organisation im klassischen Sinne. Erziehung zum Hass auf Israel kann nicht humanitäre Hilfe sein, damit wir uns hier mal richtig verstehen, was hier los ist. Ja. Meine Frage nun aber an Ministerin Lemke, die ja bisher ohne Fragen geblieben ist. Bankkonten werden in Deutschland immer mal wieder ohne Begründung gekündigt. Und das ist immer wieder, kommt immer wieder vor. Bankkonten sind aber relevant, weil kein Kindergeld in bar ausgezahlt wird. Ohne Bankkonto geht in einem modernen Leben nichts. Was hat die Bundesregierung vor? Was haben Sie vor, um die willkürliche Kündigung von Bankkonten in Deutschland zu verhindern und in Zukunft jedem Menschen, egal seiner Auffassung nach, das ein Bankkonto zu ermöglichen? Ich muss hier stehen bleiben. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, danke für die Frage. Ich stimme Ihnen zu, dass selbstverständlich jeder Mensch das Recht auf ein Bankkonto hat. Es ist auch gut, dass wir in unserem Land eine solche Rechtslage haben. Und deshalb gehen wir gemeinsam mit den Verbraucherzentralen Informationen über unrechtmäßige Kündigungen selbstverständlich nach und werden da, wo das möglich ist, demgegenüber auch Abhilfe schaffen. Ja, meine Nachfrage. Bitte, Herr Kollege. Es gibt in der Tat Bankkonten, die gekündigt werden nach Willkür. Und da gibt es unliebsame Blogger, die sachgrundlose Kündigungen von Bankkonten haben, denen in die wirtschaftliche Lebensgrundlage eingegriffen wird. Zum Beispiel der bekannte Blogger Hartmut Danisch hat diesen Fall öffentlich gemacht. Können wir in Zukunft erwarten, dass die Bundesregierung dort gesetzgeberisch tätig wird?
Ich wiederhole mich, dass wir gemeinsam mit den Verbraucherzentralen, da wo uns Informationen über das unrechtsmäßige Kündigen von Bankkonten vorliegen, diesen Fällen nachgehen, so wie das möglich ist. Es ist nicht in jedem Einzelfall möglich. Der von Ihnen geschilderte jetzt liegt mir bisher nicht vor. Und die Frage, ob unrechtmäßige Kündigungen stattfinden, bezieht sich ja nicht nur auf Bankkonten, sondern wir haben ähnliche Situationen bei der Frage von Stromversorgung. Auch hier immer wieder gemeinsam mit den Verbraucherzentralen der Schutz der Verbraucher und dem Nachgehen dort, wo Verbraucher über den Tisch gezogen werden, wo unrechtmäßige Kündigungen stattfinden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ja, vielen Dank. Sie redeten jetzt gerade von Meeresschutz in der Antarktis und so weiter. Müssen wir nicht erst mal für den Meeresschutz in Deutschland sorgen? Konkrete Frage an Sie. Wann endet endlich die unsägliche Einleitung von Abermillionen Litern geklortem Wasser am LNG-Terminal in Wilhelmshaven? Die Bundesregierung ist im Bereich des nationalen Meeresschutzes extrem engagiert. Wir haben als Bundesregierung zum ersten Mal einen Meeresschutzbeauftragten eingerichtet. In Verantwortung meines Ministeriums ist jetzt das erste Mal auch eine Abteilung, die sich mit dem Meeresschutz befasst, eingerichtet worden, also mit Wasser insgesamt, insbesondere mit dem Meeresschutz. Und wir haben natürlich über die Ausweitung der Meeresschutzgebiete in nationaler Verantwortung bereits auch die Umsetzung dessen, was uns über die Meeresschutzrichtlinie der EU aufgegeben ist, begonnen. Die Einleitung dieser Abwässer ist nicht durch den Bund genehmigt. Ich habe damals bei der beschleunigten Ausweisung der LNG-Terminals in einer Notsituation darauf geachtet, dass eben keine Umweltstandards abgesenkt werden dürfen. Das ist gesetzlich so festgelegt. Frau Ministerin, europäische Regeln muss man nicht nur verwalten, man kann sie auch gestalten. Ich greife noch mal die Frage auf von Frau Weisgerber. Setzen Sie sich dafür ein, auf europäischer Ebene den Wolf Canis Lupus von Anhang 4 in Anhang 5 der FFH-Richtlinie zu überführen? Und eine Zusatzfrage im Grunde genommen, die hängt aber damit direkt zusammen. Sind Sie der Meinung, dass Canis Lupus, also die zentraleuropäische Flachlandpopulation, wirklich gefährdet ist? Danke. Ich kann Ihnen noch mal versichern, dass die Vorschläge, die ich machen werde, europarechtskonform sind. Es gibt Vorschläge im öffentlichen Raum, die das nicht sind. Und man muss zur Aufklärung in dieser Debatte vielleicht auch noch mal beitragen, dass ein guter Erhaltungszustand, das ist ja eine Forderung, diesen festzustellen, die häufig vorgetragen wird, eben nicht dazu führen würde, dass man dann anlasslos Wölfe abschießen kann, sondern auch das Feststellen des guten Erhaltungszustandes würde immer noch nach sich ziehen, dass es eine Einzelfallbetrachtung braucht, weil der Wolf ein Säugetier ist, weil er eine geschützte Art ist. Und ich will auch hier aus meiner Rede in der letzten Woche noch mal appellieren, lassen Sie uns bitte nicht vergessen, dass es ein Säugetier ist, das Leiden empfindet, das in einem Familienverband lebt. Wir werden gute Vorschläge machen zum besseren Management, aber lassen Sie uns auch das Maß wahren. Danke, Herr Präsident. Ja, der Kollege Ringert hatte gerade angesprochen, dass das Ziel eine schadstoffneutrale Umgebung in der EU sei. Jetzt muss ich natürlich fragen, wie das gehen soll, wenn gleichzeitig Deutschland auf eine erneuerbare oder grüne Energieversorgung, die CO2-neutral sein soll, unter der natürlich riesige Mengen an Wasserstoff als gebundener Ammoniak per Schiff nach Deutschland gebracht werden. Ammoniak ist ein Schadstoff, Ammoniak ist ein Gewässergift, ein giftiges Gewässergift. Und natürlich wird in den absolut zulässigen Schlupfmaßnahmen an Ventilen und Dichtungen werden große Mengen an Ammoniak in die Umwelt freigesetzt werden. Wie kann man eine schadstoffneutrale Politik verfolgen, wenn man gleichzeitig eine Politik verfolgt, riesige Mengen an Ammoniak ins Land zu holen? Auch zu der Frage des Aufbaus des Wasserstoffnetzes und den dafür erforderlichen Anlagen befindet sich die Bundesregierung gegenwärtig noch in Abstimmungen. Und selbstverständlich muss, wie auch in der gegenwärtigen Nutzung, dem gegenwärtigen Einsatz von Ammoniak dabei die Sicherheit von Luft, Boden und Wasser gewährleistet sein. Es ist ja kein neuer Stoff, der jetzt irgendwie auftaucht, sondern mit Ammoniak wird in vielen Industrieprozessen gegenwärtig schon gearbeitet mit entsprechenden Sicherheitsauflagen. Und das trifft dann natürlich auch für diesen Bereich zu.